herzliches Hallo und damit willkommen zurück hier bei Escape from Tarkov in the Ultimate Singleplayer Season Nummer 2. Liebe Freunde, das letzte Mal sind wir auf Reserve gewesen und ich würde sagen, es ist einfach unglücklich gelaufen. So stellen wir es einfach mal hin und auch dieses Mal gehen wir auf Reserve. Wir haben noch ein bisschen was zu erledigen, wir haben noch Bunker zu finden, wir haben noch Sachen zu markieren und vor allem die Journals für Therapist, die müssen auch noch her. Wir müssen in den Untergrundbunker das Licht anschalten, wollte ich gerade sagen, die Control Room finden. All das müssen wir noch tun. Ein bisschen Progression haben wir gemacht. Wir haben ein paar Sachen markiert und auch gefunden. Wir haben sogar zwei Guards gekillt das letzte Mal. Sehr cool. Und ich will tatsächlich mit der MP9 rein. Die werden wir jetzt noch ein bisschen modifizieren. Da habe ich mir das ausgedacht. Und zwar möchte ich hier tatsächlich den... Ist das der hier? Ich glaube, der ist es. Ja, designed. Die müssen wir sogar vorrätig haben. Und ich will eine andere... Dings haben, ich möchte hier die LS321 Tactical Device haben. Das sollten wir nicht da haben, genauso sieht es aus, weil das können wir uns kaufen für schlaffige 14.000. Das ist in Ordnung, das machen wir. Und dann bauen wir das Ganze zusammen. Yes, raus, sehr schön. Die beiden PK06, mein Gott, können wir theoretisch behalten, machen wir wohl auch. Das war hier, glaube ich, ne? Ja, genau, da haben wir ein wenig Platz. Packen wir damit hin. Und ja, jetzt ist natürlich ein Tech, die vielleicht, das würde ich auf jeden Fall behalten. Die Mount, ja, die Mount, die können wir, ich pack das mal mit. So, perfekt, dann hätten wir das. Das haben wir gleich auf dem Fleamarket raus. Dann brauchen wir noch ein bisschen Medizin, liebe Leute. Da nehmen wir auf jeden Fall ein Saliva mit. Das, glaube ich, ist ganz gut. Dann holen wir uns hier noch eine... Wobei, eine Cat brauchen wir nicht. Wir haben das hier. Wir ziehen uns noch eine Vaseline mit rein. Das ist auch in Ordnung. Das haben wir auch. Dann ziehen wir uns noch was für die... nicht schweren Blutungen, leichten Blutungen, die nehmen wir noch mit. Wir haben eine leichte Blutung, schwere Blutung, wir haben Saliva, wir haben das und wir haben das. Das sollte erstmal genügen. Natürlich haben wir auch hier noch Injectors, aber sehe gerade, wir haben kein Morphin mehr. Das heißt, wir hauen uns hier noch ein Morphin rein, ansonsten glaube ich, sind wir ganz gut aufgestellt. Das bedeutet, wir gehen hin, gucken uns natürlich auch gleich die Dailies an, schnappen uns so ein Army-Ding. Das geht dann hier mit rein. So, dann haben wir hier 4, 5. Sehr schön. Dann brauchen wir noch Marker. Die holen wir uns von Prepper noch 2 Stück an der Zahl. Das ist dann in Ordnung. Da wir noch 3 Sachen zu markieren haben, liebe Leute, wir reparieren unser Deck, wollte ich gerade sagen. Unsere Sache hier. Ja, das machen wir. Sehr schön, das ist eine 4er Rüstung. Wir holen uns noch einen Helm. Das machen wir auch bei Prepper, glaube ich, am besten. Genau den hier. Und bei Mechanic. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Nein, bei Skier war es, ne? Was bei Skier? Wo haben wir denn bei Skier? Das ist das M32. Das soll nicht so gut sein. War bei Peacekeeper noch was anderes? Oder war es bei Yeah? Was bei Jäger? Ich weiß es gar nicht. Oder Redman? Hat Redman das andere? Nee, es ist Comtech 2. Nee, ich glaube nicht, ne? Irgendwo war das teurere. Und ich weiß nicht mehr wo, Leute. Ice Pick. Nice. Okay. 15 Propan, Alter. Grenade Case. Nice. Okay, das klingt auch interessant. Könnte man auch machen. Hatte Mechanic das? Nein, auch nicht, ne? Ich weiß es gerade nicht, Leute. Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, wir holen uns das einfach bei Ski. Hauptsache, wir haben da... Upsala, entschuldigt bitte. An der Stelle ein Headset, ein Helm. Wunderbar, das unloaden wir. Dann haben wir hier noch 2 Magazine. Ich bestelle noch ein drittes Magazin dazu. Gibt es auch bei Peacekeeper für 33 Doleros. So sieht's aus. Und folgendes werden wir machen. Wir werden das ganze Ding mit AP-Munition vollballern. Davon haben wir nämlich extrem genug. Extrem und viel genug. Das ist sehr, sehr schön. Wunderbar. Und dann packen wir uns auf jeden Fall noch 2 Stacks von der AP ein.
So und so, fertig. Dann haben wir, denke ich, erstmal genug. Was haben wir hier drin? Da haben wir auch noch Update drin. Sehr schön. Zack, dann geht das hier rein. Wir reparieren natürlich auch hier einmal ganz kurz die Waffe. Und dann sollten wir erstmal ganz gut aufgestellt sein, was das betrifft. Jetzt habe ich hier die 4 nicht. Ja, die 4 muss da noch mit hin. Sehr gut. Und so sollte es sein. Ich glaube, wir sind noch verletzt. Jawohl, wir haben noch eine schwere Blutung. Die werden wir natürlich mit unserem Grizzly heilen. Und dann sehen wir zu, dass wir die Sachen noch schnell auf dem Flea Market loswerden. Entschuldigt bitte. Filtert bei Item ist das, glaube ich, eine 29.000. Und das hier filtert bei Item 36.000 bzw. $300. Jetzt würde ich gerne gucken. 32, ja komm, das macht keinen Sinn, ne? mit Fies macht das überhaupt keinen Sinn, ne? Dann gibt es das raus und Mechanic nimmt das noch, Fies gibt hier 200 noch irgendwas, filtert bei Item 300, komm wir machen, nein will ich nicht, Add Offer, oh das geht gar nicht, ist nicht Found and Raid, okay alles klar, logischerweise, dann sellen wir das Ganze natürlich, zack. Geht raus. Perfekte Sache. Weit entfernt sind wir nicht mehr. So sieht's aus. Ich glaube, das war's. Ich glaube, mehr brauchen wir nicht. Wir nehmen noch 2 Granaten mit, würde ich vorschlagen. Ja, wir nehmen einmal die hier und meinetwegen auch die hier. So 2 M67 und dann sollte das erstmal reichen. Und unser Ziel ist klar. Ich hoffe, wir kriegen einen guten Spawn. Am besten wäre natürlich die Radar Station. Von da aus können wir dann runtergehen. Das eine markieren, in die Hallen reingehen, die 2 weiteren markieren, zum Hospital gehen, die Journals holen und dann wahrscheinlich runter in den Bunker. Das wäre der optimalste Spawn für uns, liebe Leute. Ich will nicht weiter quatschen. Für euch ein kurzer Schnitt. Wo wollten wir nochmal hin? Reserve. Da wollten wir hin. Für euch ein kurzer Schnitt und dann geht es gleich weiter. Bis gleich. So, da sind wir. Wir schauen nochmal ganz kurz Green Laser an. Full Single Fire Auto. Ja, fängt schon gut an, ne? Sehr schön. Einmal kurz orientieren, wo wir sind. Wir sind. Das ist gut. Vielleicht die Zeit nutzen, einmal rüberlaufen. Wir sind nämlich nah dran, ne? Wir sind einmal hier rein. Ich glaube, hier müssen wir nämlich aufschließen. Genau, dafür haben wir den. Macht er jetzt. Sehr schön. Hier würde ich jetzt gerne eine Waffe mitnehmen. So, placen. Planten. Sehr gut. Dann hätten wir das. Aber hier ist jetzt auch nicht so viel, ne? Noch ein Weapon Case und eine Grenade. Box, glaube ich, ist es. Schauen wir mal. Green Flare, sehr schön. Können wir auch noch benutzen, verwenden. So, und dann geht es hier durch. Wahrscheinlich extrem viel übersehen jetzt. Hab ich den BMP übersehen? Ne, eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Nee, ist hier drinne. Hier. Das müsste sein hier. Na? Sehr schön. Dann werden wir natürlich nochmal hochgehen.
grundlegend na schon etwas zu finden. Oh ja. Sehr gut, das nehmen wir mit. Haben wir hier ist nur das SVD-Unterteil. Nehmen wir auch mit. Was ist das hier? Ein Jeep von Massen? Jawohl. Das lässt sich auch gut verkaufen. Und irgendwo da vorne ist noch ein Fahrzeug zu markieren, hier hinter. Kommen wir aber natürlich nur da lang. Ich will eigentlich noch zum Hospital. Hospital ist nicht weit, das ist gleich hier vorne. Aus dürften könnten wir entsprechend runter. Bolts lassen sich, glaube ich, auch gut verkaufen, habt ihr mal gesagt, ne? Aber wir sammeln das auch erstmal. Das ist jetzt nicht so viel. Na, jetzt verdrücke ich mich auch noch fünfmal. Ist ziemlich ruhig gerade. Also müssten rein theoretisch dahin. Wir müssen aber auch hier vorne rüber. Also einmal da durch die Halle und dann da hinten hin. Jetzt die Frage, was wir machen, ne? Okay. Was ist da hinten raus? Jetzt gucken, dass wir in eins durchgehen.
Ich glaube, ich habe gerade die Orientierung verloren. Da muss ich rein, oder? Nee, ich bin richtig. Leute, ich bin hier richtig. Nämlich. Genau, ich muss hier hoch. Haha. So sieht's aus. Ist doch richtig gemacht. Das ist das Journal. Das Makro. Was haben wir hier? Alu-Splint? Ja, kann man mitnehmen, ne? Kann man mitnehmen, muss man nicht. Oh, Survival-Kit. Nee, das ist mir, glaube ich, nicht wert. Nee, das ist mir, glaube ich, nicht wert. Da. Genau. Oh, entschuldigt, sehr schön. LCD-Bildschirm, den nehmen wir natürlich mit. Alu-Splint brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, jetzt wäre die Frage, ob wir versuchen runterzugehen, den Strom anzuschalten, den Bunker zu finden, hochzugehen. Und das würde ich tatsächlich... Ich guck mal ganz kurz nach oben. Tatsächlich versuchen... in einen von den vorderen Gebäuden, also darüber quasi, in das Gebäude reinzukommen, um dann den Bunker zu finden, um dann quasi oben wieder rauszulaufen sozusagen. Ich glaube, so werden wir es probieren. Fuck you, you fuck. Na. Viele Quest-Items. Mein Bauch sagt, das ist nicht gut, was ich hier mache. So, wir gehen runter. Gucken, ob wir was zu essen und was zu trinken finden. Jawohl, sehr schön.
exakt der Weg, den ich eigentlich haben wollte. Innovation Supply. Auch die Peace noch, ich glaube, die geben noch ein bisschen Flüssigkeit. Ja, kleines bisschen. Aber so sind wenigstens aufgefüllt. Den nehmen wir noch mit. Okay, Strom an. Wow. Habe ich mich verjagt? So, irgendwo habe ich einen verloren. Das ist jetzt ungünstig. Okay, ich muss irgendwo Luft schaffen. Weg, runter, dahin und nachladen. Und ich gucke gleich mal, ob ich die Task gefunden habe. Von Prepper. Den Control Room müssten wir eigentlich ja haben. Bunker. Doch, wir haben beides. Wir müssen eigentlich nur noch exiten. Ja, genau. Das müssen wir eigentlich nur noch. Nochmal Vaseline rein. Wir werden jetzt auch in Richtung Bunker gehen. Ich werde immer noch mal einmal oben rauslaufen.
rum. Es ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Ich hab den. Ah! Gibt's doch nicht! Oh, jetzt habe ich auch versehentlich noch auf die Taste gedrückt. Ich bin aber auch. Gibt's doch nicht. Wie kann man denn so ein Pech haben? Leute. Bisschen Progression haben wir gemacht. Alles gut. Oh nein, 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 nein. Ach so, natürlich. Und was ich komplett vergessen habe, der Defi ist natürlich fertig. Wir gehen natürlich in den Hideout. Das machen wir jetzt eben noch schnell. Wir sehen zu, dass wir den Defi für, ich glaube, Jäger oder so war da, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Den Defi, den holen wir uns noch schnell. Get Item. Sehr schön. Und Subtask Ambulance. Und das müsste eigentlich Jäger sein. Genau. Zack. Den haben wir da rein. Und 14.000 XP, Leute. Gefällt mir. Level 3 Vitality. So, dann holen wir uns das von hier noch eben schnell ab, was wir haben. Ja, oh, sehr gut. Das hilft uns übrigens immens. Die vielen Grizzlies. Allein aus dem Grunde, dass wenn wir mal extracten müssen, spätestens wenn wir unsere Sachen voll haben, unsere Level für die Händler und so weiter und uns auf den Weg zurück machen wollen. Ja, so muss man es ja, so muss man es ja betiteln. Wird uns das extrem weiterhelfen. Definitiv. Das kann ich sagen. Weil wir dann diese Dinge halt auch mitnehmen können. Ne? Das ist, steht außer Frage. So, was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir noch einen übrig. Das hat uns jetzt nichts gebracht eigentlich. Ne? Gar nichts. Null. Das hat uns jetzt nichts gebracht. Was wir machen können. Das hier oben hinpacken. Nee, können wir nicht. Ne? So, so müssten wir es hinpacken können. Ja, dann machen wir das so. Zack, dahin. Und dann kann der Grizzly hier noch mit hin. Sehr schön, die Golden Star. Die kommen natürlich hier mit rein. Bei der Vaseline mit hin. So sieht's aus. So, dann können wir uns noch einen Saleva reintraden bei der guten Therapist. Das machen wir auch und wir haben die Dailies vergessen. Ne? Ich kündige an, wir kümmern uns auf jeden Fall um die Dailies und wir kümmern uns natürlich nicht um die Dailies. Das macht total Sinn. Ja, Deal. Traden wir ein, alles tippitoppi, alles cool. Da schauen wir nochmal, was wir bekommen für. Da schauen wir, dass wir das noch weggepackt bekommen. Das kann da noch mit hin. Sehr gut. Und das haben wir raus. Sehr schön. Und die AP-Munition, die kann hier wieder rein. Ja, das ist natürlich wieder super gelaufen. Ich schaue mal ganz kurz, was es auf dem Flieh geben würde. 33. Was würde Therapist nehmen? 37. Ja, da ist ganz klar, was wir da machen werden. 37.000. Das lassen wir uns nicht nehmen. So, liebe Leute, ich würde Folgendes vorschlagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich bin guter Dinge, dass wir in der nächsten Folge Reserve dann auch fertig bekommen können. Wir können. Theoretisch könnten wir. So sieht's aus. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat hier, wenn ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Gerne eure Däumchen unter den Videos. Und ganz wichtig, schreibt mir was in die Kommentare. Ich lese mir das gerne durch. Und ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen. Ich freue mich über euch. Bis dahin. Ciao, ciao.